Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Atlas. Und wieder mit dabei, der Shinson. Tag. Danto. Hallo. Und der Sub-Zero. Oder auch nicht. Das ist gerade AFK wahrscheinlich. Und ihr seht im Hintergrund schon zwei Bullen und eine Kuh und eine Milka-Kuh. Und die habe ich gerade quasi zur Aufwärmung, bevor die Folge heute startet, geholt, weil der Dante sich ein bisschen feiern lassen hat. Nein, Spaß. Aber wir wollten alle auf Dante noch warten, weil Dante der einzige von uns ist, der Schiff fahren kann. Nein, Quatsch. Aber wir wollten zusammen gehen. Und ich zeige euch mal kurz was Neues. Also hier so ein paar lauter Fässer und so. Für Regen. Dann haben wir einen Zaun gemacht, weil bestimmte Alpha-Tiere dann doch, wenn sie zu nahe kommen, aggressiv sind. Irgendwie folgt die Kuh. Dann hier die Rampe, nur damit man schneller raus ist. Genau, die Milka-Kuh. Bisschen grell geworden. Ich dachte eigentlich nicht, dass das lila so neon ist. Aber nun ja. War ein bisschen Zeitvertreib. Dann habe ich mich ein bisschen probiert an dem Garten oben. Und da habe ich schon mal was gepflanzt. Moment, ich zeig das. Hier habe ich schon mal was gepflanzt. Ein bisschen grün ist da schon zu sehen. Die anderen habe ich schon mal mit Fertilizer voll gemacht, also mit Dünger. Wie das Ding funktioniert, weiß ich immer noch nicht. So, dann könnt ihr auf der Flagge sehen. Habe ich mich ein bisschen ausgetobt. Aber nicht nur auf der Flagge. Was die eigenen Bilder im Spiel angeht, was die die Pinselei angeht. Moment, ich zeig das mal kurz. Da oben ist mein Logo drauf quasi jetzt. Dann haben wir das nochmal an der Wand. Einfach weil ich es testen wollte. Einmal hier noch. Und last but not least. Beim Schiff klappt es leider nicht. Die anderen denken sich so zum Glück. So, und last but not least haben wir das hier noch. Da noch. Ja. Wollte ich euch nur erstmal kurz zeigen. So, heutige Folge. Shin, was machen wir? Wir bauen ein Boot, hast du gesagt. Du baust ein Boot. Solange es kein Bus ist. Die Klamotten machen wir heute. Damit ist kein du Wasser. Vernünftig zeigen kannst. Übrigens, dein Logo kannst du auf die Segel setzen vom Schiff. Ja, das funktioniert irgendwie nicht. Doch, das geht. Ja, irgendwie, ja, man kann das, aber irgendwie kriege ich es nicht gebacken. Okay, das ist was anderes. Es gibt da ja so ein Programm, womit man das direkt machen kann und irgendwie will er nicht. So, das Problem ist bloß, seitdem ich da rumgefummelt habe mit dem Logo auf der Flagge, hat man jetzt rechts oben dieses blöde Logo die ganze Zeit. Ich finde die ein bisschen scheiße. Ist halt ihr Liegestütze-Wettbewerb oder was? Disco-Pumpe. So, also neues Boot oder was? Wie funktioniert das? Ich gehe ins Inventar und wir bauen jetzt welches? Den Schoner. Flup. Genau. Guten Tag. So, damals Gerüst quasi. Genau. Okay, und jetzt muss ich da den anderen Quark hier wieder ranbasteln. Und Shin hat schon gesagt, ich muss da aufpassen. Genau, weil wir genau die Stückzahl haben, was wir brauchen. 5 auf jede Seite. Kann ich das auch noch tragen? Nicht überladen. Nö. Oh, doch. A little bit. Unten an der Dicke ist mal wieder voll. Ah, das ist nicht so geil. Ich lass mal die Ceilings, lass ich mal da. Zack. Nimm nur die normalen und die Gunports mit. Ja, selbst dann bin ich überladen. Dann nimm nur die normalen. Warte mal, was habe ich denn hier so Schweres? Das Wasser kann auch weg. Die Lampe. Der Sellerie. Das Essen. Jetzt dürfte ich doch laufen können, oder? Ach komm, ey. Ja, aber ich verbau 2, 3 und dann bin ich fertig. Ja, dann kann ich wieder laufen. So, unten anfangen sagst du. Und dann genau. Nehme ich die zu. Logischerweise. Die zu sind, richtig? Genau. Und hinten auch. Kannst du zwei große setzen. Das siehst du jetzt gleich. So. Unten das gleiche. Ach, so, und jetzt gehst du den Rumpf einmal entlang. Aber krieg ich nasse Füße? Ich hab doch meine Gummistiefel zu Hause vergessen. Das Leben ist kein Ponyhof. Deswegen, ich habe mich schon gewundert, wieso hier unten so ein Gerüst ist. Weil wozu braucht man den Quark? Ja, jetzt aber weißt hier, du. Man muss das echt richtig bauen. Das finde ich ganz geil, ey. Aber ich habe noch nie einen Piraten gesehen, der Angst vor Wasser hat. Komisch. Ah, da stand im Kleingedruckten. Das habe ich aus meiner Bewerbung rausgelassen. So, und jetzt hat einmal auf jeder Seite 5 Gunports. Einmal komplett. Einmal durch. Bis auf die Front natürlich. Das sind die 5er.
Richtig? Die mit dem Loch drin. Genau. 5 Stück. Genau. Und vorne wieder normales. Okay, warte. Der Zwerg geht mal rum. Voll geil. Wie viel Holz braucht man da circa? Wir haben ewig lang gefarmt. Ich glaube, Korrigiere, Shin hat ewig lange gefarmt. 30.000 Holz oder so. Also pro Teil brauchst du um die 500, sag ich mal grob aufgerundet, 500 Holz. Alter. Plus das Set schon, die Fiber, ne? Das waren jetzt schon 24 Teile. Jo. So, jetzt die Ceilings. Nee, fangst du mit den Decks erstmal an. Erstmal unten ein Deck rein. Das untere W ist wichtig, wie gesagt. Dieses Ship-Deck. Genau, du musst halt wirklich erst das untere setzen und dann das obere. Erst das untere? Das wird dir gleich angezeigt. Wo die reinklippen. Das war's obere. Genau. Und aber jetzt gehst du her. Ey, bin ich in Kampfposition, was? Und jetzt die Ceilings. Ceilings, genau. Aber machen wir mit Unterdeck, ja, oder? Natürlich, also wir müssen zwei Luken oder zumindest eine Luke einplanen. Oha. Wie bist du? Willkommen zurück und willkommen in der Folge. Hello. So, das heißt, ich brauche jetzt auch die Leitern, richtig? Jo. So, das reicht ja erstmal. Okay, wo machen wir die Luke hin? In die Mitte, oder? Ich würde die in der Kapitänskajüte dann das später setzen. Also, ich würde vorne alles zumachen. Ich würde jetzt von vorne nach hinten arbeiten. Vom Bug zum Heck. Ja, wir machen aber ein schönes Schiff. Es wird nicht lila und nicht pink. Nee, aber so vom Aufbau und von der Deko und so. Gibt es eigentlich Gitter? Wie Gitter? Was? Dieter? Gitter! Hier zum Beispiel nicht. Aber wisst ihr, was ich meine? In so einem Schiff, wo die immer die Gefangenen reingemacht haben, da war doch oben dann immer so ein Gitter. Ein Käfig. Nee, so ein Gitter. Kennt ihr das nicht? Klar. Wir müssen nicht alles kennen, was du kennst. Auf so Piratenschiffen. So, ich weiß nicht, was der meint, aber. Das hinterste in der Mitte würde ich dann zu, mit T abändern zu einer Luke. Zu einer Luke. Jo. Und das funktioniert dann? Ja. Mit einer Treppe? Ja, mit einer Leiter halt. Ja, aber wir können auch eine Treppe, Treppe machen. Treppe gibt's nicht. Warum? Habe ich doch hier. Kann auch eine Treppe nehmen, Dante. Ja, man kann auch eine Treppe nehmen, aber dann müsstest du eine Ceiling wahrscheinlich wieder rausreißen. Richtig. So war es auch so geplant. War. Warte, ich kann ihn auch aufheben. Geplant. Genau. Dann baut eure Treppe. Jetzt hat das Schiff released. Super. Das war's dann mal komplett. Was habe ich gemacht? Du hast das Schiff gerade vom Stapel gelassen. Ja. Und das heißt, ich kann nichts mehr bauen. Doch, das geht doch trotzdem, oder nicht? Du kannst schon noch bauen, ja. Ja, was ist da jetzt so schlimm dran? Wir waren doch soweit erstmal fertig. Nicht wirklich. Ja, wieso? Was fehlt denn noch? Den Rest kann man... Segelsteuer. Alles? Das kann man nicht nachträglich bauen? Normal schon. Also Segel habe ich noch nicht probiert, aber Ceilings kannst du danach auch noch placen. Ihr könnt immer noch bauen, heißt es. Alter, mach mir nicht so einen Schrecken. Ja, pass auf, was du tust. Captain Chaos, du. Warum kann ich denn diese scheiß Treppe hier nicht bauen? Warte mal. Ich weiß nicht, geht? Doch, das muss gehen. Warte mal, jetzt hab ich's. Ey, und der baut das trotzdem verkehrt rum. Ich hab doch Pick-up gemacht. Was stand denn da gerade, was das Schiff runtergelassen hat? Release Ship. Oh, durch diese Wellen ist das. Hm. Hättest du nicht, wenn wir noch im Trockenmorf wären, ne? Oh Mann, ey. Das. Schiffsbau-Chaos mit Chris Play. Das ist nicht so, wie es aussieht. Komm doch mal nach oben und versuch's von oben. Ey, da baut er die nur oben. Das ist das Problem.
Kannst froh sein, dass hier noch nicht Strömung implementiert ist. Das muss ordentlich. Da bestehe ich drauf. Sonst doch. Ja, das verarscht mich doch. Wieso kann das nicht umgedreht sein? Das geht echt nicht. Man kann sie ja nutzen, oder nicht? Stell sie doch so rein, so schlimm ist das doch auch nicht. Doch. Am besten du wanderst noch eins nach hinten, dann ist es im Eck drin und. Ja, so, gut. Oder? Warte. Ist doch gut. Und eins weiter nach hinten. Das geht leider nicht. So, hier kannst du es ja nicht ranklippen lassen, wenn du hier eine Ceiling setzt. Was ist hier eine Ceiling? Hat die jetzt eine andere Farbe? So. Scheiße! Wenn du die Leiter nicht gehabt brauchst, dann geht's auch nicht mehr. Warum hat das denn jetzt eine andere Farbe? Was ist das denn für ein Bullshit? Weil sie sich gerade hoch repariert. Die ist fast kaputt. Wie geht das denn? Ja. Ganz einfach. Es hat einen PvP-Effekt, beziehungsweise einen PvP-Grund. Du kämpfst und du verlierst eine Planke oder irgendwas. Achso, und du kannst die ganze Zeit mit voller Struktur replacen, dann gehst du nie unter. Ja, ich kann das tatsächlich da nicht ranmachen. Und dann musst du sie halt dann doch vorne sitzen. Geht nur so. Ja, kommen wir in den Aufbau ja gleich demnächst Klamotten noch holen für. Und jetzt kommen wir erstmal die Einrichtungsgegenstände rein. Die Segel drauf und. Ja, guck mal, hier Problem. Muss vorne runterspringen. Oder hin. Guck doch, Assassin's Creed Diggy. So. Okay, was ist jetzt das Wichtigste? Die Segel. Ja, und vielleicht ein Steuer. Steuer, Segel. Und da hinten kommen ganz schön schöne Wellen. Oh, ich hätte jetzt gelacht, hätte ich das mit einem Dings abgerissen. Das geht auch. Ich habe meinen Anker rausgeworfen und schon steht das Schiff. So, jetzt das kleine Segel. Das kleine nach hinten, das große nach vorne. Ah, das hat auch verschiedene Snap Points. Ja. Aber ich muss das ja so schon eigentlich dahin machen. Also das ist Handling Sail. Jetzt habe ich den jetzt. Moment, bevor ich das falsche setze. Jetzt habe ich das große, das kommt hinten. Nein. Nicht? Nein. Das Handling Sail kommt noch hinten. Das. So, ja. Und jetzt das vorne. Ganz vorne? Nee. Muss nicht. Kannst du schon ein bisschen reinrutschen. Hallo, gucken wir uns gleich nochmal von draußen an und du nimmst sie nochmal weg. Ja, dann guck schnell. Aber ich würde sagen, es geht so, oder? Ist in Ordnung. So. Wird zwar mit dem Aufbau ein bisschen knapp hinten, aber okay. Gehen wir schon hin. Oha. So, was brauchen wir jetzt als nächstes? Ein Steuer? Ja, theoretisch da. Müsste man jetzt den Aufbau bauen oder man lässt es erstmal offen. Ich würde sagen, wir lassen es erstmal offen. Oder Sub sieht, baut noch ein paar Wände und Ceilings. Soll ich das Steuer kann hier gleich hinter das hinter das Dings hier bauen? Kannst du theoretisch machen, ja. Dahin quasi. Jo. Es gibt auch Zungen, die schwören, man soll das Steuer da unten bauen, dann kann man nicht so leicht rausschießen, den Captain. Stimmt. Ich habe nur gehört, dass man seine Sklaven dann quasi am besten unterhalb machen soll. Ich schwöre eigentlich drauf, dass einer da oben ist und dir die Segel übernimmt. Dann kannst du nämlich als Steuermann selber die Segel ausrichten. Kommt man eigentlich da hoch? Kann man da hochklettern? Ja, du musst Strickleitern hinsetzen. Ach so. Okay. So, was brauchen wir jetzt noch? Leitern auf jeden Fall, damit wenn wir rausgefallen sind, wieder reinkommen, richtig? Da liegen so ein Stück drin.
Eine ist, glaube ich, hinten sowieso doch. Bin, wie viele brauchst du denn? Also gut, Volt. Mach mal so 10 von jedem. Stimmt, hinten sehe eine. Aber wo soll die ran? Wo wollt ihr die ran haben? Ich würde eine ja an der Front machen. Auf beiden Seiten. Vorne an beiden Seiten lang quasi. Ups, aber da muss ich zwei ransetzen, richtig? Oder reicht eine? Zwei bis drei sogar, weil durch den Wellengang kann es sein, dass die Leitern dann auch bei zwei schon aus dem Wasser sind und man kommt nicht ran. Das ist voll geil, das ist so ein Schiff Selbstbaukasten. Okay. Ich find's gut gemacht. Ich find's auch geil. Also besser als wenn du jetzt die Ressourcen reinpackst. Und das dann kommt fertig raus. Ja, das würde ich auch kacke finden. Das macht halt für den Kampf interessanter. Wenn okay. du wirklich eine Planke verlierst, du kannst sie schon neu setzen, diese Planke. Aber sie hat halt nur 1000 HP. Sie muss sich erst hochregen. Ja. Okay, was noch? Sonst noch irgendwas? Was wolltet ihr jetzt sonst noch machen? Ja, jetzt war ich oben. Ich hab kraftet jetzt gerade den Überbau. Ich habe jetzt ein paar Klamotten geschnappt und baue unten mal so ein paar Sachen rein, wie Smithy, Betten, Stühle und so ein Kram. So, zeig mal her. Das ist ja schnuckelig. Aber ganz schön. Da kann ich ja Glück haben, dass ich einen Zwerg habe. Auf jeden Fall rename. Was ist das hier? Ein Schoner, wa? Mhm. Hast du, was für einen Namen hat das Ding jetzt eigentlich? Gar keinen, glaube ich. Mit Doppel-O-Schoner, ja, wa? Ja. So. Stimmt, das hat bestimmt gar keinen Namen. Kann man das nicht benennen? Eigentlich hat es so ein Pop-Up-Fenster. Wo das Schiff hier, change, ins Wasser gejagt change hat. Name, klar. Wie soll es denn heißen? Ich nehme gerne Vorschläge an. Jemand von euch? Ignatio? Dante? Shinson? Sub? Was denn? Namen? Ich würde sie bei dir eiskalt Kamikaze nennen. So. Man kann den Namen ändern einfach. Hat nicht irgendjemand mal gesagt, man kann den nicht ändern? So. Da. Haha! Kamikaze steht, Leute, Kamikaze. So. Wie der Kleine nach oben gucken muss, das ist so geil. Guck doch nach unten, demütige mich noch. Hallo, ey. Das ist nicht so, wie es aussieht. Lass uns tanzen, mein Freund, lass uns tanzen. Nicht? Tanz mit, F2, los, do it! So, okay. Dann, was wollten wir jetzt machen? Wir wollten noch auf eine andere Insel fahren, richtig? Dafür habt ihr mich ja geordert. Warum? Jetzt ist die Galeone schon wieder da. Darf ich sie jetzt rammen? Nö. So, wir können los. Ich ramm die Galeone, ich sag's dir. Nee, die nehmen wir nicht mit, die Bullen. Wobei, was mich interessieren würde, wenn die Bullen auf dem Boot stehen und die Bullen vollpackst. Sag bitte nicht Bullen, das triggert mich immer auf die echten Bullen. Die Büffel. Die Bisons. Die Bisons. Ob das Gewicht dann zählt? Ja. Ich glaub schon, ja. Sie schießen auf uns. Alter. Mal Zielwasser saufen, wa? Ja, aber die haben das kleine Schiff getroffen. Kacknoob. Nö, haben sie nicht. Daneben. Voll ins Wasser. Oh. Haben wahrscheinlich das Schiff gebaut, eine Kanonenkugel und wollen uns damit dann das zeigen. Ne? Voll das eine Drohung sein. Haben wir denn alles am Bord? Wird man brauchen? Ich habe jetzt noch was gebaut. Klein, ja. So. Brauchst du noch was für das Große? Hast du die Dinger mitgebracht? Ja, die habe ich im Schrank gepackt. Das ist ja bescheuert, super, dass da ein Ressourcenlimit ist. Ich habe mir extra hier so Haken und so. Ja, das werden wir auch skillen, definitiv.
Ja, und zwar schon hat zwei Schadenspunkte gekriegt durch den Einschlag. Okay. Tolles PvE. Fackel das Ding da drüben ab, los geht's. Ich treff's nicht. Wissen das überhaupt hier? Ja, wer wohl? Die Bugs. Alter! Voll getroffen. Das war gut getroffen, ja, aber hat das Schaden gemacht? Ne, macht nicht. Das glaube ich war reiner Also Schiffe verschleißen, wenn sie nicht vor Anker sind. Das kann auch das gewesen sein. Und diese Verschleißrate kannst du auch einstellen. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. 2 Schaden hat's gemacht. Wir sollten nämlich unsere Sloop mal reparieren, weil da fehlt schon ein bisschen was. Enter wir jetzt. Zack, Claim-Flagge drauf. Das muss ich machen. Der Holz hier. Das muss ich machen, weil ich bin ja, hab doch noch Admin. Ding. Ja. Brit geclaimed. Fertig. Ich hätte noch eine bessere Idee. Mach mal Fly ein und spawn mal ein T-Rex auf dem Schiff von denen. oder destroy this target. Unten, damit es ein Loch reinkriegt. Also ein T-Rex fand ich besser. Kriegen sie nämlich nicht dauernd, meinst du? Ja, vor allem so auf dem Schiff ein T-Rex? Ich weiß ja nicht. Da ist einer vorne. Den knall ich jetzt ab. Der wollte uns noch Dings bringen. Rushes, schreibt er gerade. Ja, ja, weißt du, erst unser Schiff kaputt bomben und dann handeln wollen. Ich glaube, ich war der, wo zuerst geschossen hat. Toll. Ja. Schade. Hey, yo. Hey, wo sind die Kugeln? Ach ne, da steht es. Haben wir jetzt alles? Ich repariere gerade unser Sloop. Oh, habt ihr Werkzeug? Ja, bin schon dabei. Nein, nicht du. Ersatzwerkzeug. Die beiden Kommissare. Sub und Chris. Was denn? Also ich hab zweimal Axt. Nee, ich bin nicht Chris. Kennst du dieses Emote, wo der Typ sich gegen den Kopf haut? Ein Dings wollte mir ja Dante noch geben. Chris? Und ich hab dreimal gesagt, macht mir noch eine Spitzhacke, aber hat ja keiner gehört. Du musst Chris fragen, was er zahlen will. Sag, hast du Spitzhacke-Ersatz mit? Spitzhacke-Ersatz? Nein. Ja. Ja, was ist das denn hier? Repair? Ja. Ja, geh ich. Ist das eklig, so ein Riesen-Icon dann da? Und tschüss. Hm. Mit wem unterhaltet ihr euch hier eigentlich? Ja, ich hab mal den Backstein auf dem Schiff. Oh, die kommen. Jetzt sind wir gleich nur laden. Jetzt guckt gleich das Schiff ab. Ehrlich doch. So, wo ist der Captain? Runter, ihr fetten Tiere. Bin ich so schwer zu übersehen? So leicht, meine ich. Ich gehe mal runter. Das Schiff ist überladen und kriegt Schaden. Echt, wenn es überladen ist, kriegt Schaden? Ja. Ja, ja. Viel Spaß beim Trinken. Was? Alter! Alter! Aber jetzt ist es nicht mehr überladen. Ey, wir sind ja auch runtergesprungen. Du warst nicht mal halb voll, war das gerade überladen? Dankeschön, Balux! Es gibt zwei Arten von überladen. Oder Backsteinfamilie. Es gibt zwei Arten von überladen. A, Gewicht und B, Personal. Aber sieht man das mit dem Personal irgendwo? Du siehst halt das Überladen-Symbol über dem Schiff. Da wo jetzt das Anker-Symbol ist. Danke. Ich bin hier im Sack. Kannst du das im Inventar craften oder was? Warte mal, ich lass das aber im Schrank. Und wie ich halt 49. Was packst du da rein? Das Werkzeug. Oder? Ja. Im Schrank lassen wir bestimmt vor. Trink nicht zu viel! Dito! Kennst mich doch! Tschüss!